Sind die Weißen mittlerweile mitten unter uns Impi-Kriegern, unter den tapferen Zulu, vor die Tore von Ulundi, unserer Hauptstadt, sind sie gezogen. Es sind die Weißen, die Engländer, die hier ihre Einheiten vorziehen, einen Schützen, uns technologisch weit überlegen, Piro Parker, hallo. Ja, hallo, das stimmt. Allerdings sieht es hier für uns, zumindest in der Verteidigung, im Moment auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben ja schon fast die Uniformen der Engländer hier unter uns aufgeteilt. Also zumindest dieses Soldaten, der hier vor den Toren Ulundis steht, der wird da nicht mehr ganz so lange stehen. Bald werden Grabsteine das Weizenfeld zieren, auf dem sich dieser Soldat befindet. Das stimmt, wir haben tatsächlich im Vorfeld, ich muss mich immer als Let's Player dafür entschuldigen, wenn wir mitunter vor Beginn der Aufnahme irgendetwas besprechen, ist immer ein bisschen peinlich, aber diesmal haben wir das gemacht, wir haben halt angemessen, ausgerichtet an dem sozialen Status der beiden Beteiligten, die Ausrüstung der Engländer untereinander aufgeteilt, ich bekomme seine Geldbörse und dieses hübsche Käppi und die Stiefel und Piro Parker bekommt die Unterhosen. Das ist die Aufteilung, die wir hier gemacht haben. Und das Gewehr, das nehme ich dann auch mit dem Messer vorne, mit dem Bajonett vorne dran, um dich dann durch die Welt zu treiben, durch Afrika zu treiben. Jetzt habe ich aber Angst. In Unterhosen. In Unterhosen treibst du mich an. Na, jetzt bekomme ich wieder diese Bilder in den Kopf, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ganz, ganz unangenehme Bilder. Ja, aber bevor es jetzt so richtig, richtig peinlich wird, sollten wir mal anfangen, auf die Engländer loszugehen und nicht mehr aufeinander, denn wir spielen ja immerhin hier zusammen im Afrika-Szenario von Sid Meier's Civilization 5. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Fortsetzung. Wir spielen immer noch die Zulu, 1884, hohes Zeitalter des Imperialismus, und wir versuchen die weißen Eindringlinge, die Europäer, aus unserem Heimatland, dem Heimatland der Afrikaner, zu vertreiben. Was gar nicht so einfach ist. Einen Lebenspunkt hat er hier nur noch, dieser Impi. Unfassbar. Tapferer Mann. Nach einem mehr oder weniger Kamikaze-Angriff, den er in den letzten Runden vorgenommen hatte, um den letzten verbliebenen burischen Freiwilligen zu vertreiben, naja, eigentlich zu töten, wenn wir ehrlich sind, hatten wir schon fast die Befürchtung, dass dieser Impi-Krieger diesen Angriff nicht überleben könnte, aber mit einem einzigen Trefferpunkt konnte er sich noch retten und wird jetzt hoffentlich bald den Schussradius von Pretoria verlassen, damit wir ihn in unsere Städte zurückziehen und heilen können. Der sollte wirklich ganz flink weg. Also einfach rüber. Hierhin natürlich. Ja. Kurz sah ich die Schweißperlen auf der Stirn von Piro Parker tropfen. Ja. Von der, genau. Und jetzt haben wir zwei Schlachtplätze, die wir zu verwalten haben. Das ist Pretoria, die Burenstadt, und Ulundi. Fangen wir mal hier mit Ulundi an und mit dem Angriff der Engländer, der wie viele Lebenspunkte hier noch hat, der Engländer? Ungefähr die Hälfte, 55, 60 Lebenspunkte. Nein, es steht ja dran, 53 sind es. Und wir haben hier einen Impi, der angreifen kann, hier noch einen zweiten, da einen dritten. Da sollte doch etwas möglich sein, Piro. Ich denke auch. Und wir sollten mit dem angreifen, der hier die meisten Beförderungen hat, der stärkste ist, weil wir ihn nicht direkt töten können, mit diesem am meisten Schaden zuzufügen, damit dann einer der beiden schwächeren Impi ihn dann gleich umpusten kann. Und das ist zweifelsohne dieser hier. Das ist der Impi. Schaut euch mal links unten in die Kampfvorschau an. Flankierungsbonus 52,5%. Wahnsinn. Unter anderem deshalb, weil der halt so unglaublich viele Beförderungen hat, die Flankenangriffsboni geben. Ganz schön viel. Und wir haben ihn ja zweimal flankiert mit zwei anderen Einheiten. Außerdem bekommen wir auch einen Bonus im Kampf gegen höhere Technologie und diverse andere Boni. Ich greife mal einfach an mit dem. Genau. Da knattern die Salven. Oh, schau dir das mal an. Da ist ja kaum noch was übrig geblieben. Genau, das war eine sehr erfolgreiche Schlacht. Ja. Dieser Engländer, der ist nicht mehr lang. Wer darf ihm den Rest geben? Der hier kann nicht angreifen, denke ich mal. Stimmt, so war es ja ganz genau. Wir haben ja zwei Einheiten in Ulundi, stehen auch noch dieses Tribok hier. Ja. Zwei, und es gilt ja die Regel bei C5, nicht mehr als eine Kampfeinheit pro Feld. Den müssen wir gleich also ohnehin rausziehen. Dann greife ich mal mit dem hier logischerweise an.
Und das ohne eigenen Schaden. Das ist super, weil eben diese spezielle Fähigkeit der Impi vor einem klassischen Angriff erstmal noch einen Fernkampfangriff durchzuführen, hier schon geholfen hat und den Engländer direkt beseitigt hat. Das ist natürlich dann auch sehr wünschenswert. Sehr begrüßenswert. Hier haben wir sehr begrüßenswert. Dieser Impi ist stark angeschlagen, ist jetzt auf seinem Heimatterritorium, kann da schnell ausheilen. Wir haben keine Stadt in Nähe, wo wir ihn reinziehen könnten, also klicken wir hier erstmal auf Heilen. Nach Ulundi kann er ja nicht rein. Dann haben wir hier noch diese Einheit, die muss rausgezogen werden aus Ulundi. Die Frage ist, wohin? Sollen wir den hier rechts rausziehen oder sollen wir ihn hier hinziehen? Dorthin hätte ich gesagt, genau. Da würde ich auch machen. Fast, ja. Okay. Da steht er nämlich so günstig, dass er sowohl nach Pretoria ziehen könnte, zu den Buren, als auch zu den Engländern Richtung Südosten. Und hier haben wir jetzt zwei Einheiten der Engländer vor den Toren von Pretoria. Pretoria selber kann auch schießen, zwei Geländefelder weit. Wir können die Stadt nicht angreifen, könnten sie angreifen, wollen wir aber noch nicht, weil unsere Tribocke noch nicht in der Nähe stehen, diese Belagerungswaffen, und weil mit einem Impi selber anzugreifen, das ist ein wenig zu kamikaze-mäßig, Piro. Absolut, genau. Da müssen wir Belagerungsgerät heranschaffen, was ja auch schon gebaut wird, beziehungsweise zum Teil auch schon fertiggestellt wurde. Aber da brauchen wir noch ein paar. Die mit Frage ist vielleicht, was, wie wir jetzt hier weiter verfahren. Denn der Impi, der direkt vor den Toren Pretoria steht, wird sich in dieser Runde nicht aus dem Schussradius der Stadt herausbewegen können, aufgrund der Kontrollzone der englischen Einheiten. Habe ich gerade Engländisch gesagt? Ach du meine Güte. Ich fürchte ja. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir hier vorgehen, denn wir müssen damit rechnen, dass dieser Impi in der nächsten Runde von Pretoria beschossen wird und gegebenenfalls dann auch von den Engländern attackiert wird. Das heißt, jetzt ist wieder Taktik gefragt, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir keine Einheit verlieren. Ob das so einfach sein wird, kann sein, dass der Impi hier drauf geht. Der würde nur dann nicht drauf gehen, denke ich mal, wenn wir es schaffen würden, diesen Akunda hier, diese Spezialeinheit, die auf den hübschen Namen Richard Mohun hört, wenn wir den eliminieren könnten. Der hat nur 16 Stärkepunkte. Wenn der eliminiert wäre, dann könnten die Impi an dem vorbeiziehen. Falls er da bleiben würde in dieser Runde, würde er den ausbremsen durch die Kontrollzone, die er um sich herum hat. Dadurch verliert der Impi hier beim Rausziehen einen Punkt halt. Denn über den Hügel kann er auch nicht so schnell ziehen, hier nach links, das klappt auch nicht. Ihr seht, die einzige Möglichkeit wäre, ihn zu retten, diesen Akunda zu töten. Genau. Dieser Impi, der dort auf dem Hügel steht, nördlich von dem Erkunder, der ist ja angeschlagen. Okay, mit dem können wir ein bisschen Schaden verursachen. Der Zulu, der da rechts daneben steht, ist das einer mit 2 oder mit 3 Bewegungspunkten? 3. Okay, dann ist vielleicht ein Vorschlag der, dass man sagt, man zieht den Impi, der jetzt auf dem Hügel steht, ein Feld nach links. Nur erstmal laut nachgedacht, dann könnte er sich danach sogar noch wegziehen, also jetzt nur um einen Flankierungsbonus zu geben. Und dann mit dem Zulu, der rechts daneben steht, den genau auf den Hügel zu ziehen und dann zu attackieren. Das könnte man machen. Ist gar kein so schlechter Gedanke. Dann ziehe ich mal. Klar, der ist natürlich stark angeschlagen. Wenn der hier hinzieht und er wird dann beschossen oder angegriffen, kann der natürlich auch drauf gehen. Deswegen muss er sich natürlich, er kann sich dann nachher noch wegbewegen. Der hat ja 3 Züge. Aber ein Zug geht ja drauf, dadurch, dass er in die Kontrollzone reinzieht. Ja, aber schau mal, wie die Grafik das hier vorgibt. Er zieht eben nicht in der Kontrollzone, sondern er zieht außerhalb an der Kontrollzone vorbei. Deswegen darf er sich danach nochmal bewegen. Wenn wir ihn dort bewegen, dann können wir ihn, nachdem wir dann den Flankierungsbonus ausgenutzt haben, den uns dieser Impi gibt, ihn dort wieder wegziehen. Ich möchte mal kurz kompensieren, dass ich dich so oft aggressiv necke. Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, du bist mitunter ein ziemlich cleveres Kerlchen, Piropi. Oh, und du schmeichelst mir, danke schön. In der Tat. So, dann ziehe ich mal mit dem Impi hier hin, wie von meinem Generalissimus vorgeschlagen. Und den Impi hier drauf, ja, auf den Hügel, der zieht von rechts rauf. Okay, wir sollten uns natürlich hier um den General kümmern. Da würde ich vorschlagen, wir ziehen den hier hin. Der gibt ja über 2 Geländefelder hinweg. Zieh ihn doch auch mit auf den Hügel drauf, würde ich vorschlagen. Und wenn der Impi da drauf geht, dann ist der General futsch. Man weiß ja nie. Der Impi, der jetzt auf dem Hügel drauf steht, der kann nicht drauf gehen in der nächsten Runde. Du möchtest ihn nicht hier hinziehen, weil du denkst, dass der hier vielleicht noch angegriffen wird?
Oder genau, warum? Also weil er ja einen Radius von 2 Feldern um sich herum einen Kampfbonus verteilt, dort oben in der Wüste, auf das du nur jetzt ziehen wolltest, nützt er uns nicht so viel, dann würde zum Beispiel genau der Impi dort unten, den du gerade angesprochen hattest, ja keinen Bonus bekommen und außerdem steht der große General dann ohne Schutz dort herum, das behagt mir generell nicht. Und dort auf dem Hügel kann ihm eigentlich nichts passieren, denn in der nächsten Runde wird der Impi maximal von einer Einheit angegriffen, von diesem Erkunder, falls denn der überhaupt angreifen wird. Achso, ich dachte, wir greifen in dieser Runde jetzt bereits von uns aus hier diesen Erkunder an. Ja, damit ja absolut, absolut. Aber dieser Impi, der dort auf dem Hügel steht, der ist doch sehr sicher dort. Dem kann auch nicht viel passieren. Also wir können ja jetzt auch schon mit dem Impi-Haus den hier angreifen. Oder, ne, weil der hat ja jetzt schon der wird ja jetzt schon durch den General gepowert. Mhm. Und noch mehr ist ja nicht möglich an Flankierung. Es sei denn, wir würden diese Einheit hier hinziehen. Das werden wir ja wohl kaum machen, weil die angeschlagen ist und beschossen werden kann. Genau. Das machen wir nicht. Das heißt, wir können diesen Angriff hier schon mal durchführen, okay? Okay, alles klar. Mhm. 27 Lebenspunkte hat der Erkunder hier verloren. 37 plus 16. 37. Also, ach ja, stimmt, das war auch dieser Vorwegangriff. Er hat noch nur noch 47, das sieht gut aus. Bereits mehr als die Hälfte, das heißt, da stehen die Chancen ganz gut, dass wir ihn dann in dieser Runde auch schon erledigen können. Bin ich jetzt auch davon überzeugt, dass der General hier oben auf dem Hügel geschützt ist. Das ist das Allerwichtigste in einem Krieg. Egal, ob das Fußvolk stirbt oder nicht, der General muss immer überleben, allein schon deshalb, um seine Tagebücher schreiben zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir genau das jetzt machen, was du jetzt gerade markierst, dann wird dieser Zulu natürlich nach vorne ziehen und wird dann wieder im Schussradius von Pretoria stehen und im Angriffsradius des englischen Schützen. Damit haben wir dann wieder genau das erreicht, was wir eigentlich verhindern wollten, was den Impi nördlich von Pretoria anbetrifft. Das ist also die Frage, wie wir jetzt hier vorgehen. Also was auf jeden Fall übrig bleiben wird nach dieser Runde, das wird Pretoria sein und das wird diese Schützeneinheit sein. Es ist klar, wir können nur maximal den Erkunder hier killen. Was wir machen könnten, ist halt entweder den Erkunder jetzt weiter angreifen und töten, dadurch allerdings wohl in Kauf nehmen, dass eventuell in der nächsten Runde eine Einheit von uns drauf geht, nämlich die, die jetzt diesen letzten Angriff fährt, also dieser hier beispielsweise oder welche auch immer. Die andere Möglichkeit wäre, diesen Impi hier, den ich gerade markiert habe, rauszuziehen, geht auch nicht, nein. Also ein Impi geht drauf. Entweder geht der drauf oder der. Beide können wir nicht retten. Das hier ist der weniger wichtige. Der hat kaum Beförderung. 2 Fortbewegungspunkte nur. Der hat mehr Beförderung und 3 Fortbewegungspunkte. Deshalb sollten wir den hier vielleicht einfach opfern, denke ich mir. Wir fragen ihn mal selber. Impi, möchtest du geopfert werden? Wenn ja, dann sag mal eine Weile nichts. Funktioniert. Das ist das tapfere, heldenmütige Schweigen von Kriegern, die auf die Schlachtenbank geführt werden. Was sagst du? Ja, wenn sie das so wollen, dann los. Große Persönlichkeit geboren. Das ist gut. Wir haben einen weiteren großen General. Da ist er. Und ich glaube, den sollten wir jetzt auch erst einmal... Wo ist er denn? Da ist er, ne? Wie klicke ich den denn an jetzt? Den könnte man schon mal vorziehen. Ist jetzt ganz schwer anklickbar. Da sind so viele Einheiten in der Stadt drin. Mit der Taste W einfach so lange durchschalten, bis der große General aktiv ist. Da ist er. Karl Martell. Unglaublich. Der fränkische Araber-Schlechter höchstpersönlich taucht plötzlich Jahrhunderte später hier in Afrika auf, als Wiedergänger, vermutlich ein Untoter, und dann auch in seiner mittelalterlichen Rüstung. Wow. Spektakuläres Rollenspiel-Event hier. Also den ziehe ich jetzt schon mal vorsichtig hier in die Mitte, denke ich mal, da kann ihm gar nichts passieren. Mit großen Generälen kann man ja auch Zitadellen bauen, das wäre prinzipiell auch eine Möglichkeit. Das stimmt, ja. Jetzt haben wir natürlich die letzte Schlacht noch nicht wirklich kommentiert. Es ist jetzt leider das Erfolgserlebnis ein bisschen ausgeblieben, das wir feiern wollten, nämlich, dass dieser Erkunder sterben würde. Er hat leider überlebt mit ein paar wenigen Trefferpunkten, sodass, wenn wir ihn jetzt umlegen wollen, wir auch noch mit unserem letzten Impi hier angreifen müssen. Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht,
denn das gibt uns wieder einen Flankierungsbonus in der nächsten Runde, wenn der Engländer uns angreift. Ich denke, dann haben wir sogar realistische Chancen, dass wir keinen Impi verlieren jetzt in der nächsten Runde. Das heißt, mit dem greife ich den jetzt an, von Osten her? Genau. Dabei wird der Impi wahrscheinlich keine Trefferpunkte verlieren, ganz genau. Sehr schön. Der Impi hier, der ist stark verwundet, da klicke ich auf Heilen. Hier ist der weitere General, der kann da, glaube ich, erstmal stehen bleiben. Magst du vielleicht den Zuschauern, die sich mit C5 nicht so gut auskennen, kurz erklären, was eine Zitadelle ist und warum du die, tippe ich mal drauf, jetzt nicht bauen möchtest? Die Zitadelle ist eine Art Festung zunächst einmal, in der Einheiten, die da drinnen stehen, einen Kampfbonus oder einen Verteidigungsbonus erhalten. Darüber hinaus erklärt sie alle Felder um diese Zitadelle, um diese Geländefeldmodernisierung herum als Teil des eigenen Reiches. Das heißt, die Kulturgrenzen werden dorthin erweitert, was auch die Grenzen eventuell vorhandener anderer Zivilisation quasi überschreibt. Das heißt, also wenn wir jetzt an dieser Stelle rein theoretisch eine Zitadelle bauen würden, dann würde auch dieses Geländefeld unten links von diesem großen General her, was jetzt zurzeit noch englisches Territorium ist und unserem Reich angehören. Und ganz besonders toll ist, dass jede feindliche Einheit, welche ihr Rundenende in der Nähe der Zitadelle verzeichnet, im Rundenwechsel einen Schaden erleidet von, ich meine, minus 20. Also minus Schaden, 30. Oder gar 30. Das ist natürlich erstaunlich. Es ist also ein extremer Schaden, der da entsteht, wenn eine feindliche Einheit ihre Runde dort beendet. Diese Zitadellen kann man also taktisch sehr, sehr clever anwenden. Und dieser Schaden von 30, der ist auch deshalb gerade in diesem Szenario und angesichts der Tatsache, dass wir die Afrikaner spielen, bemerkenswert, weil das halt unabhängig davon ist, wie stark eine Einheit ist. Dieser Schütze ja beispielsweise, der hat ja doppelt so viele Kampfstärkepunkte wie ein Impi von uns. Trotzdem erleidet er dann genauso viel Schaden, wie wenn das, was weiß ich, ein Barbarenkrieger wäre oder irgendeine Einheit. Er verliert halt 30 Lebenspunkte von 100. Das ist natürlich eine feine Sache. Warum wir die Zitadelle nicht bauen, Piero? Ich glaube, das hängt in erster Linie davon ab, dass wir schlicht nicht wissen, jetzt zu Beginn dieses Szenarios, von welchen Seiten aus wir noch überall angegriffen werden. Denn bereits jetzt ist es ja so, dass diese feigen weißen Säcke aus aller Welt sich gegen uns, gegen die heldenmütigen afrikanischen Verteidiger ihre Heimat verschworen haben. Und dass die Feinde von allen Seiten kommen, vom Süden, vom Südwesten, rotten sich die Engländer zusammen, kommen auf uns. Hier im Westen sind die Deutschen überhaupt das unangenehmste Volk, das es überhaupt gibt. Deutsche, was wollen Deutsche in Afrika, aber auch die Portugiesen hier, die haben nicht unbedingt, gelten in unserem Reich, im Reich der tapferen Zulu-Krieger, nicht unbedingt als Sympathieträger, die kommen vom Osten. Und wer weiß, was demnächst vielleicht noch von Norden einbricht. Die Hunnen vielleicht? Wer weiß. Also Zitadelle macht einfach keinen Sinn im Augenblick. Deshalb bleibt der General da stehen, an Ort und Stelle. So, und hier dieser Impi hier, der zieht ein Stückchen raus, ist ja verwundet, der soll nicht angegriffen werden. Genau. Hat noch einen Bewegungspunkt, ich ziehe ihn mal hier hin. Mhm. Okay, dann können wir jetzt auf eine Runde weiterklicken. Dann schauen wir mal, ob wir den Rundenwechsel überstehen ohne Einheitenverlust. Da zieht die englische Einheit raus aus Pretoria, aus dem Umland von Pretoria, zieht nach rechts rüber in Richtung zum eigenen Territorium auf einen Hügel. Weiß Gott warum, oder um genau zu sein, weiß Gott warum, was sich der Entwickler Gott dabei gedacht hat, Sid Meier oder wer auch immer, wie die KI da programmiert worden ist, was sie mit einem solchen Zug bezwecken könnte. Wir werden angegriffen von Pretoria. Dieser Impi kommt jetzt doch durch, weil die Engländer und die Buren hier nicht zusammenarbeiten. Die KI kombiniert nicht die Kampfstärken oder die Taktiken von zwei unterschiedlichen Fraktionen anscheinend. Und deshalb sind wir in der Lage, mit dem Impi durchzukommen. Wie gut, dass die Weißen nicht zusammenarbeiten, Piro. Ja, das stimmt. Also, aber wie schon vermutet, das heißt, wir haben diese Runde ohne Einheitenverluste überstanden. Der Engländer, der da jetzt von Westen her auf Ulundi zumarschiert, dürfte dort wirklich keine großen Probleme bereiten. Ich bin gespannt, wie der jetzt gleich weiter vorgehen wird, ob er uns da tatsächlich weiter attackiert oder ob er sich nicht gar zurückziehen wird, denn wirklich viel Schaden wird er hier nicht anrichten können. Schauen wir uns erstmal an, was wir in den Städten an Ereignissen haben. Silly Sheep, die Stadt hier ganz im Norden von uns, die hat jetzt einen Bürger mehr und das Tribok, oder der Tribok, der da gebaut worden ist, der ist mittlerweile fertig, kann
Oh, was ist denn das hier? Da ist die falsche Einheit aktiviert. Den meine ich natürlich hier. Der kann jetzt rausziehen Richtung Süden. Mache ich mit dem auch. Und in CD Sheep selber können wir einen neuen Bauauftrag einstellen. Und ja, da stellen wir, glaube ich, eine Karawane ein. Denn das hatten wir uns ja beim letzten Mal schon überlegt. Wir bauen ja schon Karawanen. Aber nicht um Gold zu scheffeln, Piro. Genau. Wir hatten ja euch Zuschauern schon erklärt, dass es oder schon berichtet von unseren Versuchen, die wir durchgeführt haben in Bezug auf den Goldverlust, welche Auswirkungen der hat, nämlich keine. Allerdings haben wir die Möglichkeit, mit einer Karawane auch Produktion von einer Stadt in die andere zu schaffen, was eigentlich so beschrieben gar nicht ganz korrekt ist, denn wenn man jetzt eine Handelsroute startet, beispielsweise in Silly Sheep und von dort aus Produktion nach Ulundi schafft, unsere produktionsstärkste Stadt, dann wird diese Produktion völlig neu generiert. Das heißt, Silly Sheep hat dadurch keinen Produktionsverlust. Und trotzdem bekommt Ulundi einen starken Produktionsschub, was super ist, um weitere Einheiten aus dem Boden zu stampfen. Denn wir müssen natürlich einfach mit Quantität hier trumpfen, sozusagen. Also mit einer großen Vielzahl von Soldaten, damit wir hier gegen die Europäer bestehen können. Den Tribok habe ich jetzt schon befördert, habe ihm eine Kampfstärke in offenem Gelände verpasst. Wäre auch mein Vorschlag hier für den Impi, weil hier doch alles relativ flach ist. Ja. Und muss ich gar nicht groß begründen. Okay. Und der kann jetzt hier rausziehen aus der Stadt. Zuerst mal der Impi hier, den wollen wir auch noch dazu bringen, dass er heilt, hat 3 Fortbewegungspunkte. Den könnten wir also beispielsweise hier hinziehen. Nach Sulus Pride rein, dann braucht er zwar eine Weile, um wieder runterzukommen. Genau, wir brauchen ihn ja gar nicht über den Fluss hinweg ziehen. Das würde ihn in der nächsten Gelegenheit, wenn er in den Süden ziehen möchte, nur einen Malus, Bewegungsmalus verschaffen. Dort steht er doch ganz gut und kann dort heilen. Und hier haben wir jetzt auch eine weitere Luxusressource innerhalb der Kulturgrenzen von Sulus Pride. Ich glaube, die war eben noch nicht. Und hier hat man der Bautrupp hier, der hier errichtet einen Bauernhof, soll er weiter machen. Der hier hat hier eine Mine errichtet. Wann wird die Schafsressource eventuell angeschlossen? Dauert noch lange, lange, lange. Dann könnten wir... Also mein Vorschlag wäre, wir bauen hier eine Straße und hier und haben damit eine Brücke über diese Straße hinweg. Haben wir denn wirklich Brücken? Lass uns mal in den Technologiebaum schauen. Denn die Brücken gibt es erst mit den Maschinen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir... Haben wir schon. Nee. Da, die Maschinen sind es nicht. Schnellere Fortbewegung auf der Geländeartstraße. Wo steht das hier? Öffentliche Verwaltung? Auch nicht. Da bin ich mir auch gerade nicht sicher. Also es muss irgendwo hier in der Gegend sein, auf jeden Fall. Maschinenbau, das Maschinenbau, war's. Okay, verwechselt, okay. Gut, aber haben wir, dann hast du recht. Dann haben wir dort eine Brücke, um den Bewegungsmalus, von dem ich gerade noch sprach, den es halt gibt, wenn man einen Zug über einen Fluss hinweg macht, dann aufzuheben. Dann ist das eine gute Idee, dann bin ich dafür. Können wir im Augenblick noch nicht machen, weil wir den Bautrupp erst nach Richtung Süden schicken müssen, damit er dann rüberzieht. So, und der Impi hier, der bewacht immer noch den Bautrupp, der da steht. Der Bautrupp, der da ist, errichtet eine Zitronenplantage. Jetzt steht sie hier und ihr seht, wir haben jetzt +12 Zufriedenheit. Wichtig, falls es uns gelingt, demnächst Pretoria einzunehmen. Der Impi bewacht hier weiterhin den Bautrupp. Hier ist ein anderer. Kann der Impi, entschuldige, nicht das Barbarenkampf vielleicht angreifen? Oder macht das keinen Sinn? Ich denke, die Stärke dürfte er deutlich übersteigen, die des Axtwerfers. Könnte er machen, ja. Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Wenn wir dieses Barbarendorf aushebeln, dann brauchen wir dort auch keinen Beschützer mehr. Guck mal, berittene Axtkämpfer. Boah, das ging ja schnell. Ach, sind ja auch gar keine Axtkämpfer, sehe ich gerade. Das war Mandekalo-Kavallerien, ne? Ja. Die ist rausgeflüchtet, als sie angegriffen worden ist. Die Kavallerie ist rübergezogen, automatisch. Das Geländefeld rechts daneben hat ihr eigenes Lager kampflos uns preisgegeben. Wir sind reingezogen, haben es aufgelöst, Gold bekommen und ja, sieht doch gut aus. War eine gute Idee von Piro.
Da sieht man aber auch mal wieder, dass diese Rückzugsbeförderungen, die einige Spezialeinheiten haben, gar nicht immer so toll sein müssen. Jetzt hier zum Beispiel für die KI war es schlecht und letztlich haben wir dadurch jetzt nämlich sein Barbarendorf einnehmen können. Wir haben ein weiteres Naturwunder entdeckt, den Kilimandscharo, der da tatsächlich liegt, dieser große, große Berg in Ostafrika. Die Entdeckung des Naturwunders hat uns einen weiteren Zufriedenheitspunkt gegeben. Okay. Ja, der dieses Naturwunder hat seit oder das gibt es ja erst seit Brave New World, hat eine ganz spezielle Eigenschaft, nämlich das, sondern nämlich diese, dass wenn eine Einheit sich einmal in die Nähe des Kilimandscharo begibt, sie automatisch eine Beförderung erhält, welche den Rest des Spiels anhält, nämlich einen zusätzlichen Bewegungspunkt, wenn sie über Hügel zieht. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr schöne Sache. Der Nachteil ist halt, dass dieser Kilimandscharo nun sehr, sehr weit weg steht. Sonst würde ich theoretisch sagen, wir müssten einmal mit allen Einheiten dort einmal dran vorbeiziehen. Im Singleplayer-Modus mache ich das ganz gerne, um diese Beförderung dort zu bekommen. Aber letztlich, wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Szenario nur eine begrenzte Anzahl von Runden lang dauert. Und das wäre einfach ein zu großer Umweg, wie ich glaube, sodass das jetzt im Moment keinen Sinn machen würde. Also ich glaube, hier unten wäre es ganz gut, den hier nicht anzugreifen. Diesen Engländer, der hier auf dem Hügel steht, weil das ist halt schon mal halt ein dicker, dicker Brocken. Und wir können ihn auch nur von zwei Seiten aus angreifen, nämlich von hier und von hier. Anders bekommen wir das, kriegen wir das, glaube ich, nicht gezogen. Es sei denn, wir hätten hier eine Dreiereinheit, aber der ist auch angeschlagen. Nee, und solange der da oben auf dem Hügel drauf steht, erhält er ja einen Verteidigungsbonus. Ja. Deswegen gebe ich dir völlig recht, sollten wir nicht angreifen, aber auch nicht fliehen. Vielleicht sogar eher hoffen, dass er uns wieder in die Flanken reinläuft und ihn einfach ein bisschen kommen lassen. Den Impi ziehe ich hier mal raus. Ach so, in die Flanken reinläuft. Wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir den hier hinstellen beispielsweise? Es ist ja wichtig, eine Front zu haben, die er vielleicht dann reinzieht, dass er von mehreren Seiten aus angegriffen werden kann. Wir könnten ihm also dieses Feld hier anbieten oder auch dieses hier hinziehen zum Beispiel. Das Minenfeld rechts neben dem Engländer ist kein Hügel, okay. Dann, ja, hast du recht, dann finde ich, ist das ein guter Zug. Was sollten wir machen? Ein guter Zug von dir. Das ist lieb, dass du das sagst. Diesen angeschlagenen Impi, der hat zwei Bewegungspunkte, können wir leider nicht innerhalb eines Zuges in eine andere Stadt bewegen, wo er schneller aushält. Den ziehe ich jetzt mal hier hin. Und der Impi da, der bleibt da stehen. Das ist der ganz stark angeschlagene hier. Den ziehe ich mal hoch Richtung weit weg. Aber bitte, das Feld rechts daneben. Das hier? Ja, weil theoretisch auf dem Stein eine feindliche Einheit stehen könnte, die dann in der nächsten Runde angreift. Okay. Steht nicht, aber sicher ist sicher. So, der Bautrupp hier hat die Plantage angeschlossen, die Weinplantage. Wollen wir mal schauen, wie die KI in der Stadt darauf reagiert. Gar nicht, weil du die Geländefelder alle manuell zugewiesen hast. Mhm. Wir könnten den zweiten Tribok hier schneller bekommen, wahrscheinlich, wenn ich dieses hier mache. Genau, dann haben wir ihn schon in der nächsten Runde. Den zweiten Tribok, den weiteren Tribok. Und der in der Stadt drin steht. Der dritte ist könnten wir. Der dritte sogar. Einer kommt ja von oben. Den könnten wir vielleicht hier hinziehen, in die zweite Reihe. Dann entsteht hier, genau, das machen wir. Weil dann könnte der in der nächsten Runde schon eingesetzt werden. Wenn in der nächsten Runde hier ein Tribok entsteht, dann wäre der hier schon mal hier. Die müssen ja erstmal einen Zug verbrauchen, ja immer, um aufgestellt zu werden. Und das könnten wir dann beispielsweise jetzt schon mal erledigen. So, der Impi ist auch noch angeschlagen, nicht stark, aber immer in etwas, hat drei Bewegungspunkte. Den ziehe ich mal hier hin. Kann er dann in der nächsten Runde ausheilen. Genau. Der große General, den ziehe ich mal hier hin, in die Mitte. Nee, hier hin. Ne? Achso, da steht ein Bautrupp drin, den muss ich erstmal rausbewegen. Bautrupp und General können nicht beide hier stehen. Ist denn die Plantage fertiggestellt? Ja. Ja, die ist fertig. Dann ist ja super, dann kann der da ja weg, genau. Soll ich mal hier hin und anfangen, doch eine Stadt hier hochzuziehen? Eine Straße hochzuziehen? Ja, können wir machen. Der Impi da ist angeschlagen, halt aus. Hier ist ja noch ein großer General, stimmt. Dann ziehen wir den hier hin, oder? Genau, hier sollte der alle Impi-Truppen, die an vorderster Front stehen, auf einen Schlag abdecken. Macht er. Zwei Geländefelder weit.
Und dann haben wir noch hier den anderen großen General, den können wir auch in der Rückhand lassen, sollten wir aber auf dem Feld ziehen, da hat Piro sicher recht, wo er ein bisschen verteidigt wird von einer anderen Einheit. Den könnten wir zum Beispiel hier entziehen. Ja, können wir machen. Ich überlege gerade auch, wenn ich vielleicht doch schon in Kürze eine Zitadelle bauen sollten, auf ein taktisch cleveres Feld, weil sich die Boni zweier großer Generäle ja nicht stapeln. Das heißt, also es gibt jetzt nicht zweimal 15%, nur weil zwei große Generäle in der Nähe sind. Und da wir hier nicht an zwei Fronten kämpfen aktuell, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt zwei große Generäle. Was meinst du dazu? Ja, die Frage ist natürlich, wohin dann mit dem? Bevor wir uns darüber Gedanken machen, hier haben wir noch einen der letzten Einer, die wir ziehen können. Dieser Impi, der direkt vor einer Karawane steht. Was passiert eigentlich, wenn man eine Karawane des Feindes angreift? Man kann ihn nicht direkt angreifen. Du kannst dich mit der auf dasselbe Geländefeld stellen. Da passiert erstmal nichts und im nächsten Zug dann, oder wenn das jetzt wir könnten dann die Karawane plündern. Dadurch würde die Karawane halt getötet werden und wir würden etwas Gold erhalten. Die Frage ist, können wir das uns hier leisten an dieser Stelle? Dann geraten wir damit nicht in den Schussradius einer deutschen Stadt womöglich. Das ist die Frage, die wir jetzt im Moment noch nicht wirklich beantworten können, weil wir die deutsche Stadt noch nicht ausfindig gemacht haben, die hier diese deutschen Kulturgrenzen wirft. Dann wollen wir mal einen Blick darauf werfen hier. Tatsächlich, da ist eine deutsche Stadt, Swakopmund. Und eine weitere, eine Brandenburg-Klasse, Kriegsschiff-Einheit hier. Wow. Da schauen wir bitte mal eben am besten einmal nach, ob das ein Nahkampfschiff ist oder ein Fernkampfschiff. Wenn es Letzteres sein sollte, sollten wir uns umgehend von der Küste wieder zurückziehen. Ja, das machen wir auch. Da schauen wir unbedingt rein, aber nicht jetzt. Das machen wir zu Beginn der nächsten Folge oder beim Wechsel. Liebe Zuschauer, was erwartet euch in der nächsten Folge? Euch erwartet ein möglicher Kampf in der Nähe einer deutschen Stadt und damit ein Blick in die düstere Kolonialgeschichte der Deutschen in Afrika, in der Deutschland wenig Ruhm errungen hat, aber schon eine ordentliche Portion Schande. Kein Blick, der uns erfreuen wird. Das wird uns erwarten in der nächsten Folge unseres Afrika-Szenarios. Dieses Let's Plays. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.